Hallo und herzlich willkommen im Wald und es ist wieder Zeit für eine Waldfragestunde. Und zwar diesmal, ob man mit Forstwissenschaft als Studium auch Förster werden kann oder ob man dafür dann noch extra ein Forstwirtschaftsstudium braucht. Da unten steht's. Freut mich sehr die Frage, zumal ich ja in meiner Studienzeit auch ganz oft die Erstsemester eben genau hinsichtlich solcher Dinge, was mache ich mit meinem Studium, studiere ich jetzt lieber Forstwirtschaft, studiere ich jetzt lieber Forstwissenschaft, da eben auch beraten habe und ihnen erklärt habe, wo da jetzt genau der Unterschied ist. Deshalb eben freut mich das besonders, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich wirklich ganz gut auskenne. Ja, und das erkläre ich euch jetzt mal. Also in der deutschen Studienlandschaft gibt es, wenn man Förster werden möchte, ziemlich genau zwei Möglichkeiten. Entweder man geht an eine Uni oder man geht an eine Fachhochschule, beziehungsweise neuerdings heißen sie nur noch Hochschule, in Englisch University of Applied Science. Diese beiden Möglichkeiten hat man jetzt erstmal. Man muss heutzutage also für den Förster in jedem Fall studiert haben. Förster ist kein Ausbildungsberuf mehr und es gibt auch keine Akademie mehr in dem Sinne, wo man Förster lernen kann. Man braucht also in jedem Fall erstmal Abitur. Oder eben Fachhochschulreife für irgend so einen naturkundlichen Ingenieursbereich. Dann wird man an der FH ja auch genommen. So, die zweite Voraussetzung, die man dann braucht nach dem abgeschlossenen Studium, ist halt eben den entsprechenden Titel dann zu haben und das muss ein Bachelor sein. Das heißt, entweder 6 oder 7 Semester Studium, 6 an den meisten Universitäten, 7 an den meisten Fachhochschulen bzw. eben Hochschulen und dafür kriegt man dann halt eben den Titel Bachelor of irgendwas. Bei den Hochschulen ist es meistens Bachelor of Engineering oder sowas in der Richtung. An den Universitäten fast immer Bachelor of Science. Also das darf ich mich auch schimpfen. Und beide Abschlüsse qualifizieren theoretisch gleichermaßen dafür, Förster zu werden. Theoretisch. Weil in der Praxis schaut es schon so aus, dass der Universitätsbachelor, also der Bachelor of Science, meistens darauf ausgelegt ist, dass man den Wald als Ökosystem kennenlernt und eben ein Aspekt dieses Kennenlernen des Waldes als Ökosystem auch die Bewirtschaftung desselbigen ist. Also sagen wir mal, je nach Universität macht die Bewirtschaftung des Waldes an sich so zwischen 50% und 20% des Studiums tatsächlich bloß aus. Während es eben an der FH dann wieder ein bisschen andersrum ist, die stellen jetzt weniger die Frage, was ist ein Wald, wie funktioniert ein Wald, was sind auch soziale, gesellschaftliche, umweltschutztechnische und sonstige Ansprüche an den Wald. Die legen das viel mehr darauf aus, wie kann ich meine Bäume gut pflegen und am Ende fällen, gut und alles schön organisiert und so weiter und so fort, um dann auch eben Holz zu verkaufen und Geld mit Holzverkauf letztendlich zu verdienen. Keine der beiden Richtungen ist jetzt besser, würde ich sagen. Es hat natürlich beides seine Berechtigung. Auch diese eher wissenschaftlich geprägte Ausbildung, die man eben an der Universität genießen darf, klingt jetzt erstmal theoretisch und praxisfremd. Und das ist sie irgendwo auch. Aber ich denke, man kann sich damit auch viele Dinge besser herleiten, die dann bei der Fachhochschule so ein bisschen einfach als gegeben hingestellt werden, weil sie einfach nicht so viel Zeit haben, um jetzt genau zu erklären, wie in jedem Detail jetzt das Waldwachstum ganz exakt funktioniert, sondern dann, das meine ich jetzt wirklich nicht böse, einfach ein paar Faustformeln vorgesetzt bekommen, mit denen man in der Praxis, wenn man draußen im Wald steht, einfach berechnen kann, wie groß ist mein Baum in 10 Jahren oder irgendwie sowas in der Richtung oder wie dick, beziehungsweise wann fäll ich den am besten. Ein schönes Beispiel habe ich erlebt in meinem Praktikum, wo ich mit meiner doch eher wissenschaft-nachdenkorientierten Ausbildung dann mal wirklich vor dem Baum stand und da als Förster arbeiten sollte und sagen sollte, welcher Baum soll weg. Und mir sind 7 Milliarden Argumente gefühlt eingefallen, mit denen ich jetzt bewerten kann, ob jetzt eher dieser Baum weg soll oder jener. Und ich habe den Boden angesprochen, ich habe überlegt, wie ist das jetzt mit dem Lichteinfall, was muss ich hier tun und da tun und sel und jenes.
Während halt dann die meisten FH-Absolventen in so einer Situation einfach mal viel, viel, viel schneller sind, weil sie einfach gar nicht so sehr drüber nachdenken, wie ist das jetzt im Speziellen und warum ist das so, sondern die haben tatsächlich ein System gelernt, mit dem das rucki-zucki geht. Als dann mein Chef, quasi bei dem ich dann eben beim Praktikum unterstellt war, damit ich nicht allzu viel Unsinn baue, gekommen ist, ist er halt durchgerannt und hat gesagt, ja, nehmen wir den Baum, den Baum, den Baum, den Baum. Und für die gleiche Geschichte habe ich halt eben am Anfang noch eine halbe Stunde gebraucht. Inzwischen kann ich das auch. Ich sage ja nur am Anfang. Das ist halt so ein bisschen, ne, Wissenschaft und Praxis. Was ich dann auch gemerkt habe eben bei dem besagten Praktikum ist, dass ich dann allerdings hingegen zum normalen FH-Absolventen, der halt in der Regel wirklich öfter den klassischen Förster macht als der wissenschaftlich wissenschaftlich geprägte Forststudent, die können dann zum Beispiel jetzt nicht irgendwelche Versuchsflächen anlegen, wo man dann genau untersuchen möchte, wie entwickelt sich mein Wald, wie verändert sich mein Waldbild in 10 Jahren, wie kann ich rechnerisch bestimmen, wann mein Baum optimalerweise eingeschlagen wird, was für eine Stammzahl pro 1000 Quadratmeter, 10.000 Quadratmeter, also pro Hektar, ist denn nun ideal? Wie berechne ich sowas? Wie komme ich da drauf auf diese Grundformeln, die eben der FH-Student in der Regel einfach auswendig lernt und anwendet, was dann auch funktioniert, aber irgendwer muss ja mal drauf gekommen sein. Und damit sich das Ganze eben weiterentwickelt, brauchen wir natürlich auch weiterhin die Wissenschaft, insbesondere hinsichtlich des Klimawandels, dass man eben nach wie vor dann auch schauen kann, okay, jetzt ist alles anders, wie passen wir denn jetzt diese ganzen Sachen, die wir seit, keine Ahnung, 20 Jahren unverändert lernen und unverändert anwenden und noch funktionieren, dahingegen an, dass es durch den Klimawandel halt eben anders sein wird. Das sind also so ein paar Sächelchen, wo die Wissenschaft dann tätig wird. Aber wenn man einen Wissenschaftler, einen sehr, sehr stark wissenschaftlich geprägten Wissenschaftler, die Aufgabe eines sehr stark wirtschaftlich anwendungsorientierten Forstpraktikers machen lässt, muss man halt damit reden, dass der Wissenschaftler ewig lange braucht, wahrscheinlich noch irgendwelche tollen neuen Methoden ausprobiert, was vielleicht ganz schön ist, aber damit im Jahr bestenfalls 500 Hektar beförstern kann und halt eben nicht, wenn es ganz dumm läuft, 1500. Also ist eben diese wirtschaftlich orientiertere Anwendung einfach näher an der Praxis. Es würde mit diesem wissenschaftlichen Denken, mit diesem alles hinterfragen, einfach nicht funktionieren, einen großen Wald zu bewirtschaften. Das muss man auch irgendwo sehen. Jo, und bei der Frage, ob man jetzt eben dann an der FH oder an der Uni studiert, sollte halt eben das im Vordergrund stehen, was man lieber macht. Ist man lieber so ein bisschen der gehobene Praktiker, der auch ein bisschen technisches Verständnis hat und auch weiß, wie das Baumumsägen jetzt an sich funktioniert. Beispiel, Unistudent muss per se, man kann das freiwillig lernen, aber per se muss der Unistudent erstmal überhaupt keinen Kettensägenschein machen und braucht eigentlich gar nicht wissen, wie man einen Baum fällt. Das ist nicht so wichtig, man muss mehr so theoretisch wissen, wie wachsen die Bäume und so weiter und so fort. Wenn man das doch machen möchte, darf man das natürlich, aber man muss sich halt eben selber drum kümmern, es ist nicht Teil des Studiums Pflicht. Und das ist eben dann halt an der Fachhochschule ganz anders, da muss man natürlich auch mal einen Baum selber gefällt haben, da muss man genau wissen, mit was verschiedene Möglichkeiten, auch Maschinen, was verschiedene Kettensägen, was verschiedene Harvester und sonstige Erntesysteme gibt es denn überhaupt technisch gesehen, um mein Holz aus dem Wald zu kriegen. Man muss auch was über Forstmaschinen wissen, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, ich weiß bestenfalls, dass es einen schweren und einen mittelschweren und einen leichten Harvester gibt, ein bisschen mehr ist es schon, aber da haben die wirklich so richtig Details, Maschinenwissen und solche Dinge. Explizit auch nochmal genau ingenieursmäßig den Wegebau. Wie baue ich eine vernünftige Forststraße? Dazu komme ich dann auch in irgendeinem anderen Video nochmal zu. Und viele einfach so praktische Anwendungen, die bei uns mal kurz erklärt werden. Und dann war es das. Und die üben das halt eben auch, die Fachhochschüler. Die gehen wirklich raus in den Wald und machen einfach den Försterjob schon während ihres Studiums und nicht erst, wenn sie dann mit einem unglaublich tollen, theoretisch umfassenden Waldwissen ohne jede Praxiserfahrung in den Beruf geschickt werden. Vielleicht kann man schon ein bisschen raushören, dass ich doch der Meinung bin, dass das Fachhochschulstudium, wenn man einfach klassisch Förster werden will, definitiv die bessere Wahl ist. Ich glaube, da wird mir auch jeder, der Uni-Student ist, beipflichten, beziehungsweise ich hoffe, dass die Fachhochschulstudenten sich jetzt irgendwie nicht angegriffen werden, wenn ich behaupte, dass man als Uni-Student mehr drumherum weiß und ein größeres Wissensspektrum hat und eben einfach mehr Hintergrundwissen besitzt, aber von der Praxis keine Ahnung hat.
Damit müsste sich hoffentlich jeder einigermaßen zufrieden geben können, ohne sich angegriffen zu fühlen. Dann ist da noch die Sache mit dem Master, wenn man den dann auch noch macht, ist es dann tatsächlich meistens ein Master of Science, weil die Fachhochschulen in der Regel keinen Master anbieten. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt welche gibt. Wenn dann, dann sind die jetzt eher dann nochmal so in technische Richtung spezifiziert, dass man dann nochmal genauer weiß, wie man jetzt, wie funktioniert jetzt der Auspuff vom 50-Tonnen-Harvester, den es nicht gibt. Aber ja, solche Sachen. Ich kenne mich eben mit diesen technischen Spielereien nicht aus. Ich bin im weitesten Sinne Ökologe. Mich interessiert mehr so die Natur. Und natürlich auch die wirtschaftliche Anwendung ist selbstverständlich wichtig und ich finde die auch interessant. Aber die technischen Details des Ganzen, ja, nicht so meins. Daher eben dieser Master, der geht dann wie gesagt eher in Richtung Ingenieur, in Richtung Holz. Das ist ja natürlich auch nochmal eine Branche, sämtliche Holzanwendungen. Wie baue ich quasi ein Sägewerk? Wie leite ich ein Sägewerk? Was muss ich bei der Verarbeitung von Holz beachten? Wie funktioniert das mit Papier? Die ganze Holzchemie ist ein riesen Block, was man aus Holz chemisch gesehen alles machen kann. Ihr werdet überrascht. Und also all solche Holzanwendungen, teilweise auch schon im Baubereich, also in Richtung ja, Architektur und solche Dinge. Da kann man sich auch in die Richtung spezialisieren oder man macht halt einen allgemeinen forstwissenschaftlichen Masterstudiengang, so wie ich das jetzt auch getan habe, und lernt dann eben noch mehr zur Funktionsweise des Waldes, noch mehr Details und noch mehr Hintergrundwissen und hat dann halt am Ende ein ziemlich umfassendes Bild, wie der Wald funktioniert. Und auch als Wissenschaftler kriegt man im Master dann auch mal genug praktisches Wissen und so tiefgehendes Hintergrundwissen zur Forstwirtschaft mit, dass man dann spätestens als Master-Uni-Absolvent auch den Försterjob einigermaßen hinkriegt. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit, bis man eben dieses sehr theoretische Denken erstmal ein bisschen aus dem Hirn draußen hat und ein bisschen mehr an die Praxis denken kann. Ja, ich glaube, damit habe ich dazu jetzt auch das Wesentliche erzählt. Sollten da nochmal Detailfragen kommen und wo studiere ich jetzt Forst am besten, was sind jetzt die Unterschiede zwischen den einzelnen Hochschulen, Unis und so weiter und so fort. Wenn euch das wirklich interessiert, falls unter euch irgendwer ist, der über ein Forststudium nachdenkt, bei den etwas jüngeren Zuschauern, bitte fragen, ich erkläre das gerne auch nochmal ausführlich. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, alles Gute, bis zum nächsten Mal, macht's gut!